Spielt ihr selber mit? Nein, wir spielen selber nicht mit. So, aber jetzt zum Spiel zurück. Anstoß hier für Chrissy gegen Kingsit 0, der hier aus Portugal. Portugal war das, ne? Genau, aus Portugal kommt. Gegen eben den deutschen Chrissy. Erstmal hier mit dem Ballverlust und der Portugiese hier auf dem Weg nach vorne. Unsauber gespielt. Wieder einfacher Ballgewinn für Chrissy. Der Versuch hier mit einem schnellen Pass in die Spitze kommt nicht an. Auch Kingsit nicht so sauber. Jetzt mal ein Versuch hier von einem vernünftigen Aufbau. Beide sehr hektisch hier in den ersten Minuten des Spiels. Dribbling über Müller, versucht ihn mal in die Spitze zu spielen und dann kriegt er ihn nicht durch. Jetzt nochmal Lewandowski mit dem Abschluss. Und Neuer ist dran. Er holt ihn sogar noch vor der Linie und hat die Möglichkeit jetzt hier nach vorne zu arbeiten. Macht er gut. Der Wechsel hier auf Coman und der hat Tempo gegen Lahm, der das sehr gut macht durch sein Stellungsspiel. Und sich hier den Ball holt. Starke Kombination. Jetzt mal hier der Abschluss. Und das war gar nicht schlecht. Ein guter Versuch mit dem linken starken Fuß von Robin. Kann man das durchaus machen. Chrissy kommt jetzt über Sanchez. Eine Körpertäuschung. Müller. Sanchez, nochmal Müller, Lewandowski, Müller, der Abschluss, nochmal Müller und diesmal wieder Neuer im Weg. Allerdings auch nicht besonders gut platziert. Aber die Kombination im Strafraum hat mir sehr gut gefallen, hat sehr gut den Ball gehalten, macht das stark. Jetzt erstmal Kingsit mit der Möglichkeit hier auch mal vielleicht zu einem guten Abschluss zu kommen, aber Chrissy steht ordentlich, macht das gut. Ballverlust. Starke Grätsche hier von Boateng. Robin Lewandowski versucht es mit dem R2L2-Dribbling. Dann gibt es hier aber erstmal einen Foul. Das schnell aus. Robin auf Costa. Auch hier sehr gut aufgepasst. Erst in 20 Minuten machen beide einen recht soliden Eindruck, vor allen Dingen in der Defensive. Das macht er jetzt mal gut. Nochmal Robin mit der Schussantäuschung wird dann geblockt vom Innenverteidiger. Lewandowski, Müller, der Ballrolle. Was sehr hektisch momentan. Costa versucht hier alleine, behält den Ball und das war stark gemacht, aber auch richtig gut verteidigt hier von Chrissy. Jetzt die Möglichkeit mal zu kontern. Müller auf Costa und der kann Tempo aufnehmen gegen Hummels, macht er gut. Ist jetzt im Strafraum Boateng, astrein geklärt und Costa bleibt erstmal liegen. Möglichkeit. Ball jetzt bei Lahm. Das verspricht eine enge Partie zu werden heute. Lewandowski wieder von Chrissy, ja. Das heute ist eine echte Aufgabe. Thomas Müller jetzt. Gemacht, Costa ist noch verletzt, angeschlagen. Ja, also nicht das volle Tempo. Seine vollen Attribute setzen. Und hier wieder sehr weit aufgerückt, holt sich wieder den Ball. Chrissy über Robin. Zu hektisch von Kingsito. Nochmal die Möglichkeit für Chrissy. Auch hier gegen Hummels. Diesmal bleibt der erste Sieger und kommt über Robin. Robin auf Lewandowski. Der den Ball nicht richtig mitnehmen kann. Ball verliert. Sanchez gegen Sanchez. So bleibt hier. Im Ballbesitz kommt über Lewandowski. Guter Wechsel hier auf Robin. Jetzt gegen Alaba. Macht hier nochmal mit der
Übersteiger. Aber dann ist Robin da. Gefährliche Situation, Abschlusssituation momentan nur auf Seite von Chrissy, der mit zwei guten Chancen hat den Ball nicht unterbekommen. Jetzt klingt Tito hier nochmal, aber auch hier in der Defensive momentan von Chrissy nichts zugelassen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Gut dazwischen wieder vom Vidal. 40 Minuten gespielt. Die tun sich beide schwer. Chrissy, wie gesagt, mit zwei guten Chancen. Hat diese nicht im Tor unterbringen können. King Sito beißt sich momentan an der Defensive von Chrissy die Zähne aus. Auf der anderen Seite steht er aber auch relativ gut. Jetzt hier nochmal. Lewandowski macht das gut, schirmt gut ab. Costa mit einer schönen Schussantäuschung. Dann bleibt er erstmal an Lewandowski hängen und Lahm kann das Ganze erstmal entschärfen. Chrissy wieder aufbauen, aber da gibt es den Halbzeitpfiff. Wir sehen es hier also. Vorabschlüsse sind rar. Beide machen nicht wirklich viel in der Halbzeit. Möglichkeit für beide hier in der zweiten Halbzeit vielleicht, das ein bisschen besser zu machen, was sie momentan nicht so gut gemacht haben. Und das ist auf beiden Seiten die Offensive. Immer wieder überhastete Pässe. So wie diese hier. Einfach zu verteidigen. Da. Lewandowski. Sanchez. Ja, einer dieser Pässe, die nicht hätten sein müssen. Jetzt mal gut durchgespielt. Müller gegen Boateng. Boateng bleibt hier der Sieger. Und King Sito kann erneut in die andere Richtung gehen. Und wieder Hummels. Sehr früh verteidigt. Muss er jetzt mal gut ausspielen, diese Möglichkeit. Kommt hier nochmal über Müller. Schön zurückgelegt. Der Abschluss. 1:0. Lewandowski, und das war mal richtig gut gespielt. Schöne Kombinationen. Nochmal zu Lewandowski zurückgespielt. Und der macht das dann in einer echten Stürmermanier und schiebt den Ball ein. 1:0. Chrissy gefällt mir bis hierhin sehr gut. Macht es in der Defensive ordentlich. Generiert in der Offensive nicht viele, aber gefährliche Chancen. Belohnt sich jetzt hier mit dem 1:0. Und King Sito hat ein bisschen Probleme in der Offensive. Kriegt da nicht richtig Druck rein. Bekommt auch nicht wirklich viel Ballbesitz. Jetzt hat er ihn hier wieder mit Vidal. Wieder sehr früh gestört hier von Boateng. Wieder ein guter Kombinationslauf hier. Jetzt mal Robin dazwischen. So hier über Coman. Und der kann Tempo machen. Was damit? Das ist eine schöne Kombination. Das ist eine richtig schöne Kombination. Und Hummels macht das gut. Nimmt hier Neuer mit. 60 Minuten gespielt. 1:0 die Führung. Ja, Maxi, viel Glück oder viel Spaß beim Lernen. Wir sehen uns hoffentlich oder hören uns hoffentlich spätestens Sonntag. Oh, das war mal unsauber. Lewandowski, Körpertäuschung. Ball landet bei Coman. Chrissy bleibt wieder cool. Verteidigt das wieder sehr gut. Kommt wieder nach vorne. Da ist Hummels auch auf der anderen Seite sehr früh dazwischen. Also die beiden schenken sich hier nichts momentan. Chrissy, wie gesagt, ein wenig konsequenter. Hat sich schon die ein oder andere Chance rausgearbeitet. Damit die 1:0 Führung durchaus verdient. Aber nicht wirklich souverän. So, hier. Jetzt Vidal mit der Körpertäuschung. Bleibt hier an Costa hängen. Und jetzt nochmal die Möglichkeit. 3 gegen 4. 4 gegen
3. Nochmal gut kombiniert. Der Abschluss mit rechts und rein das Ding. Robin mit einem richtig starken Schuss. Mit seinem schwachen Fuß. In der 70. Minute macht er richtig gut. Und jetzt nochmal vielleicht frische Leute bringen. Etwas die Defensive verstärken und hier den Punkt mitnehmen. Ja, Maxi, das kenne ich. Mad sein wegen Weekend League. Tja, das ist so, Robin. Nur 2-Sterne-Skill auf dem rechten, 2-Sterne-Skill, 2 Sterne auf dem schwachen Fuß, das heißt, also da muss man schon wirklich sehr gut timen, um den Ball so unterzukriegen. Das macht Chrissy hier und trifft hier zum 2:0. 20 Minuten circa. Muss er hier jetzt noch das 2:0 halten oder die Führung halten? Das hier gut. Eng. Da kommt der Steilpass. Dorfski. Jetzt Müller. Jetzt könnte er eventuell ein bisschen mehr Platz haben. Kriegt ihn hier auf Müller gegen Hummels. Nochmal weitergeleitet auf Robin. Ja, gut gemacht. Musste ein bisschen Tempo rausnehmen. Dauert dann am Ende zu lange. Und Kingsito hier über Thiago. Aber auch das wieder von Boateng stark verteidigt. Ein bisschen überhastet, da hat er Glück und macht aber einen Fehler. Kingsito nochmal mit der Möglichkeit. 78 Minuten gespielt, 12 Minuten plus Nachspielzeit noch zu gehen. 12 Minuten plus Nachspielzeit, hier noch Zeit für Kingsito vielleicht doch nochmal die Partie umzugestalten. Und da macht er das, 2:1. Und es bleiben noch gut 10 Minuten. Starke Aktion. Erster guter Abschluss, nutzt hier seine Chance und damit steht es hier 2:1. Und Chrissy muss aufpassen, dass er sich hier seine komfortable Führung nicht noch gegen Ende kaputt macht. Chrissy nochmal über Robin. Sanchez, jetzt wird's eng. Der Ball kommt nochmal zurück, Lewandowski. Grätsche überhastet, gute Schussantäuschung hier von Thiago. Und dann bleibt da wieder hängen. 5 Minuten noch gut, plus Nachspielzeit. Lewandowski gegen Hummels. Macht das hier gut. Kommt auch an bei Robin. Der nimmt nochmal Vidal mit. Und dann der Pass. Die Spitze nicht gut. Und die Möglichkeit für Kingsito hier zu kontern. Und sehr stark von Hummels. Nochmal Hummels. Macht er gut. Ball geht zurück. Neuer und dann werden hier nochmal frische Leute gebracht. Nochmal Thiago. Einen hat er noch. Lewandowski, Müller geht in die Spitze. Nochmal ein wenig mehr Power. Also sehr interessante Partie bis hierhin. Chrissy hatte soweit alles unter Kontrolle, führte auch soweit verdient mit 2:0. Dann kam Kingsito hier mit einer starken Aktion, machte daraus eben den Anschlusstreffer und jetzt wird es nochmal richtig eng und das sollte er sich verkneifen, solche Dinger. Ansonsten nochmal die Möglichkeit, Lewandowski noch nicht ausgewechselt, weil der Ball noch nicht im Aus war. Kingsito kommt hier nochmal über Hummels, Vidal, Lewandowski. Nochmal Vidal, schöne Kombinationen. Costa findet da Thiago, der Robin. Robin mit dem Abschluss. Neuer nochmal die Möglichkeit. Neuer die Latte, unglaublich. Und dann hat er ihn. Was für ein Ding. Neuer lenkt den Ball dann nochmal an die Latte. Uiuiuiuiuiui. Und dann gibt sie den Abpfiff. Und am Ende verdient, aber doch ein bisschen glücklich hier. Das 2:1 für Chrissy. Und damit hat er den ersten Punkt. Also verdient auf jeden Fall. Am Ende ein wenig glücklich, wenn der Ball dort doch nochmal ins Tor geht. Steht es hier 2:2. Wir sehen es hier also von den Abschlüssen recht ähnlich. Wobei man sagen muss, dass dort
auf Seiten von Kingsito quasi die 5 Torschüsse aus 2 Chancen kamen. Aber trotzdem gute Chancen. Er hätte auch durchaus hier kurz vor Schluss nochmal ausgleichen können. Resetten oben den Score. Aber das war mal nochmal richtig gefährlich. Da hat er ein wenig Glück gehabt. Nur in dem Fall Pech. Aber ansonsten, wie gesagt, wenn man das ganze Spiel von Minute 1 bis Minute 80 sieht, absolut verdient die 2-0-Führung. Dann konnte Kingsito nochmal ausgleichen. Da kommt auch die Einladung. Weppen das Ganze. Also Chrissy jetzt von rechts nach links. Kingsito von links nach rechts. Chrissy nach Spielen mit der 1-0-Führung. Alle, die gerade frisch dabei waren oder frisch eingeschaltet haben. Es ist ein BO3. Ein Spiel haben wir hinter uns. Chrissy konnte das mit 2-1 gewinnen. Jetzt hier. Hier 3-3. Oder ändert er das noch? Also im ersten Spiel noch gespielt mit 4-4-2 enge Raute. Macht er hier jetzt auch. Persönlich muss ich sagen, auch die richtige Entscheidung. Macht das sehr gut, vor allen Dingen in der Zentrale. Steht er dadurch souverän, macht damit sein Aufbauspiel auch ordentlich nach vorne. Und wenn er dann richtig ins Laufen kommt, ist er halt auch schwer zu verteidigen in dieser Formation. Kann man so lassen. Muss man auch mal sagen, trotz dieser engen Variante, also viele spielen diese enge Variante und dann sehr pace-lastig, macht er in diesem Fall nicht. Sondern er hat vorne Lewandowski und Müller. Es sind beides recht langsame Stürmer. Da ist er darauf angewiesen, dann wirklich über die Kombination zu kommen. Und das macht er auch. Somit sieht das auch wirklich immer sehr gut aus, was er da macht. Und der Abschluss. So, also Spiel 2 hier im Halbfinale. Chrissy wieder mit dem Matchball, so wie auch im Viertelfinale. Und Kingsito wollte es hier direkt nach dem Anstoß machen. Chrissy passt auf, klärt das und kann jetzt aufbauen. Robin und Rück, schön gemacht. Die Kombinationen gefallen mir hier sehr, sehr gut. Nimmt hier nochmal den Seitenwechsel mit. Alaba. Oh, starkes Dribbling hier gegen Robin. Setzt sich jetzt körperlich hier durch. Dann etwas zu spät. Bleibt trotzdem im Ballbesitz. Sanchez. Das ist gut. Oster Boateng. Starke Kombination. Aber auch gut hier von Kingsito. Aber den kann er dann nicht behaupten. Kommt der Ball nochmal raus auf Lewandowski. Der kriegt den auch. Das hier stark, hier genau, aber richtig gut gemacht hier mit der Körpertäuschung. Ball in die Mitte und dann Robin wollte noch einmal Svette noch einmal in die Mitte spielen. Gelingt ihm nicht. Und Kingsito wieder früh gestört, wieder früh im Ballbesitz. Der anderen Seite nochmal der Ballgewinn. Kombination legt hier nochmal zurück. Alaba, schönes R2-L2-Dribbling um den Spieler rum. Alaba, Sanchez, Müller. Der Pass in die Spitze kommt nicht an Boateng. Dazwischen Kingsito hier. Versucht auch nochmal über Kombinationen rauszukommen. Macht das jetzt auch gut. Dal und Sanchez. Dann wieder gestoppt. Ja, funktioniert nicht. Nochmal Kings über Sanchez, über Lahm. Lahm hier im Dribbling, bleibt im Ballbesitz. Sanchez nochmal für Kingsito, macht das mit der Ballrolle, bringt Robin auf den Außen ins Spiel.
Und dann wieder sehr gut von Alaba, aber unsauber rausgespielt. Costa, immer noch Costa und dann gibt es hier Freistoß. Und die Freistoßsituation nicht ungefährlich. Gerade wenn man Schützen wie Robin hat. Der lässt allerdings kurz ranlaufen, spielt ihn auch an. Gut verteidigt. Direkt die Abseitsfalle reingedrückt von Chrissy. So macht das gut, bleibt auf den Außen. Aber nicht rum und dann gibt es nochmal Abstoß. Also auch diese Partie beginnt so, wie die letzte aufgehört hat. Stangen sind arm. Beide auf gleichem Skill-Level hier. Normalisieren sich weitestgehend. Oh, und der war richtig stark. Und wenn das kein Abseits ist, hat er jetzt vielleicht ein bisschen Platz. Alaba gegen Boateng. Alaba mit der Flanke. Kopfball. Neuer, und das war richtig gut. Ein richtig toller Pass. Richtig schön eingesetzt, den Alaba. Dann verliert er bei der Annahme ein wenig Pace. Aber macht es dann trotzdem richtig gut mit der Flanke. Auf der anderen Seite auch nochmal die Flanke. Die kommt nicht an. Chrissy kann wieder aufbauen. Lewandowski auf den Außen. Macht das hier gut. Schöner Pass. Robin mit dem Abschluss. War auch im Abseits vorher. Schade, wäre eine schöne Aktion gewesen. Am Ende war es Abseits. Am Ende kein Ertrag. Chrissy übernimmt mehr und mehr hier wieder das Spiel. Kommt jetzt über Costa und das war richtig gut gemacht, der Abschluss. Und dann ist er drinnen. 0 zu 1. Und gerade sage ich, er übernimmt hier das Spiel. Und dann macht er auch verdient hier das 0 zu 1. Und wenn es so bleibt, gewinnt er dieses BO3 erneut nach nur 2 Spielen. Wie auch schon im Viertelfinale. Jetzt kommt er hier wieder über Costa. Macht das sehr gut. Dann etwas überhastet, Coman im Weg. Aber auch das von Kingsito nicht gut gemacht. Am Ende regelt er das mit den Innenverteidigern. Immer wieder Kingsito mit Aufbaufehlern. Immer wieder bleibt er hängen. Noch früh in seiner eigenen Hälfte. Geht jetzt ins Pausenmenü. Also grundsätzlich, wie gesagt, Kingsito hier in einem 4-2-3-1 bzw. 4-5-1. Und Kingsito macht halt immer wieder Fehler beim Rausspielen. Er bleibt immer wieder, so wie hier bei Chrissy, hängen. Chrissy dementsprechend sehr früh wieder in der Hälfte von Kingsito. Kann sehr früh die Bälle auch wieder in die Spitze bringen. Und die Möglichkeit, Boateng dazwischen, Vidal. Dann hier auf Costa und wieder Ballverlust und wieder Chrissy auf dem Weg nach vorne. Momentan gefällt mir das hier von Chrissy sehr gut. Jetzt verliert er mal den Ball. Kingsito. Jetzt mal eine gute Kombination. Lewandowski, Coman. Coman versucht hier auf Sanchez, klappt nicht. Mal Chrissy mit dem Frühballverlust. Ito. Das vielleicht mal ausnutzen. Robin. Gutes Dribbling, Robin, gutes Dribbling, Neuer rettet und die Möglichkeit zu kontern. Lewandowski hat ein bisschen Platz, wird durchgesteckt. Lewandowski gegen Boateng, Boateng ist schnell und körperlich stark. Macht das hier souverän. Und bleibt erstmal im Ballbesitz. Käferkönig, um 150 Euro geht es hier. Oh, der Abschluss von Costa. Weit am Tor vorbei. Gute Aktion von Kingsito, aber der Abschluss nicht so gut. Wie gesagt, 150 Euro Käferkönig. Um 150 Euro geht es hier. Lewandowski jetzt am Ball. Sehr gut rauskombiniert. Ball auf Lewandowski. Schön zurückgelegt. Überhastet auf Lewandowski. Hummels klärt das erstmal. Legt dann lang raus und Chrissy
Ja, im Ballbesitz. Und dann gibt es hier den Halbzeitpfiff. Und wir sehen es auch hier an den Abschlüssen. Wenig gefährliche, also wenig Großchancen in dem Fall. Chrissy hat sich zweimal gut durchkombiniert. Und einmal davon sehr gut abgeschlossen. Einmal konnte Neuer noch halten. Auf der anderen Seite Zito mit einem Distanzschuss und einmal gut durchgespielt. Der Abschluss allerdings von Costa wirklich nicht gut. Dass der Ball gar nicht erst aufs Tor kam. Da kriegt sie hier über Alaba. Nochmal mit dem harten Pass. Aber da passt ging es so auf. Gemacht hier von Robin. Lewandowski eben ein wenig behäbig. Kommt dann nicht dran vorbeigedribbelt. Aber auch hier wieder ein fieser Ballverlust. Jetzt Müller gegen Hummels. Nee. Doch, Müller gegen Hummels, so war's. Hummels gewinnt das Duell. Also das muss man einfach besser können. So ist der Ball gleich weg. Und jetzt mal die Möglichkeit. Costa Boateng ist einfach ein Riesenverteidiger. Mit Pace und gutem Stellungsspiel. Und auch hier sieht man das wieder. Es ist schwierig, dort einfach dran vorbeizulaufen. Müller bleibt im Ballbesitz. Ja, geklärt. Ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Zweite Halbzeit beginnt hier. Wie die erste Halbzeit angefangen hat. Erstmal leichtes Vortasten. Beide verteidigen gut, lassen sehr wenig zu. Ball in die Spitze. Hummels gegen Lewandowski. Lewandowski gegen Alaba. Und dann ist Alaba hier in der Verteidigung schneller. Läuft ihm den Ball ab. Chrissy baut wieder auf, kommt nochmal über Lahm. Der hat jetzt ein bisschen Platz, muss allerdings ins Laufduell gegen Alaba. Der macht das hier richtig gut, macht den Weg für Lahm zu und holt sich dann den Ball von Robin. Aber dann ist nicht gut aufgebaut. Auch hier unsauber. Wieder Chrissy im Ballbesitz, bleibt auch hier mit Sanchez im Ballbesitz. Müller, schöne Kombination, vielleicht ein zu viel. Etwas zu hektisch nochmal ins Pausenmenü. Gegangen hier von King Sito. Minuten gespielt. Chrissy führt hier im zweiten Spiel mit 1:0. Das würde bedeuten, er würde dann im Finale stehen, wenn es so bleibt. Und momentan sieht es wirklich gut aus. Vielleicht kann er noch einen drauflegen. Dann macht er meines Erachtens nach den Deckel drauf. So ist es natürlich FIFA oder Fußball. Eine gute Aktion für den Gegner. Dann steht es hier 1:1. Bis dahin. So weit, so gut. Robin hier angeschlagen gegen Sanchez. Sanchez gewinnt das Duell. Oh, ein starker Ball auf Costa. Und das könnte diese Aktion sein. Und er kriegt ihn wieder nicht richtig ins Eck. Und Neuer kann ihn aufnehmen. Also wieder eine gute Aktion hier auch mal von King Sito. Sanchez, gut, hier auf Coman, sehr gut durchgesteckt, Lewandowski und wieder Neuer. Und jetzt hat Chrissy ein bisschen Glück, jetzt macht King Sito hier einen guten Eindruck, macht sehr viele gute Pässe, kommt jetzt auch mal in die Box, aber kriegt ihn nicht im Tor unter. Chrissy nochmal mit der Möglichkeit über Costa, Sanchez früh da, macht er gut. Müller verliert hier den Ball, aber Costa kommt nochmal, versucht auf Sanchez, Boateng. Nochmal Sanchez. Nimmt das gut ab. Müller gegen Hummels. Hummels wie immer souverän. King Sito wieder über Costa. Macht das stark. Roman. Etwas überhastet und wieder bisschen Ballbesitz. Und der kann sich ruhig Zeit lassen. Der könnte in Ruhe einen ordentlichen Spielaufbau betreiben. Hier wieder etwas hektisch. Hat jetzt Glück, dass King Sito hier den Ball nicht frei machen kann. Hier übrigens der richtige. Ups. Entschuldigung, mein Fehler. Das ist übrigens der falsche Baum noch. Danielo.
kippen dir nach dem Match nochmal rein. Nochmal der Versuch, in Spitze durchzuspielen. Oh, gefährlich! Und dann steht sie 1:1 und Chrissy macht sich das Leben selber schwer. Er macht sich hier das Leben selber schwer. Eieieiei. Hätte so nicht sein müssen. Jetzt nochmal Chrissy. Vielleicht direkt die Antwort. Nein, erstmal nicht. 10 Minuten zu gehen. Sanchez, Hummels, Müller. Das muss man natürlich sagen.